Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Jetzt würde ich gerne mal schauen, ob ich das hier vielleicht. Schnell. Den ersten haben wir. Den zweiten auch. Und den dritten. Oha. Der und das Nothing. Der hat Nothing. Und der hat nothing. Wir haben den geschafft. Und hier gibt es noch mal. Ah, den können wir auch nicht mitnehmen. Schade. So, 100 Gold Pieces und ein Bracelet, den wir auch nicht mitnehmen können. Schade. Und was gibt's hier? Und ein Mace können wir auch nicht mitnehmen. Boah, wenn das wäre es jetzt, wenn die drei Sachen jetzt hier drinne Unmengen wert wären. So, dann können wir das hier auch wieder. Wenn wir das ändern. Ja, können wir wieder löschen. Und fertig. Dann müssen wir nur noch hier rein. Aber hey, wir haben den hier auch bewältigt. Ich habe jetzt erwartet, dass das hier schwieriger wird. Aber ich wollte einfach mal ausprobieren, ob wir das auch nicht so knacken können. Und Höllenhunde sind nicht so schwer, wie ich angenommen hatte. Ach, nö. Ausgerechnet jetzt drei Ritter wieder. So. Ersten Tod. Kann der auch mal drauf gehen? Gehen die mir auf den Sack gerade, Ritter. So, zweiter ist auch down. Komm, stirb doch einfach. Du hängst nicht so sehr an deinem Leben, du bist nur ein NPC. So, 18 Gold, nichts Wertvolles. Er hat 38 Gold und nichts, was wir mitnehmen können. Und den kommen wir nicht ran. Wo genau sind wir jetzt? Ah, okay. Da ist wieder eine Schatztruhe. So, und Mark. Oh, Mark können wir nicht mitnehmen. Warte mal. Was können wir ablegen? Da haben wir den Mark mitnehmen können. Ich würde sagen, die hier droppen wir mal. Ja. Weil nicht so wichtig zu sein. Nein, 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 nein. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte so. Und. Oh, guck mal, wie viel wir jetzt haben. 852.000. An Experience. So, dann nehmen wir den. Nein. Hier. Plate Boost brauchen wir nicht. Ja. Jetzt wollten wir hier mal nach Norden gehen und schauen. Hier noch gibt, oder wir gehen mal Richtung Süden und hier mal entlang. Oh. Komm. Ja. Doch nicht sein. Wie stark ist der? Ich will nicht wissen, wie viele Health Potions wir jetzt hier verloren haben. Ja.
krieg. Und er hat nichts. So. Den nehmen wir auch mit. Okay, dann nicht. Und können auch nichts mitnehmen. Wir gucken uns aber mal den anderen Mark an, den wir jetzt haben. Wo haben wir den? Lassen wir den einmal weg. Und der macht auch nichts, aber egal. Ja. Machen wir den mal weg und den hier. Oh, Bracelets haben wir sehr viele. Gucken wir uns das hier mal an. Der macht nichts. Der ändert nichts. Der ändert nichts. Ah, der ist deutlich besser. Dann behalten wir den. Und was ist damit? Okay. Ebony Talk. So, was? Was macht der? Er hat kaum was. Der macht es nochmal besser als. Ne, doch nicht. Der, das ist der Beste, was wir haben. Hier haben wir noch 65. Okay. Dann lassen wir so, wie es jetzt ist. Ah, oh, guck mal. Plus 4, plus 4. Irgendwas hat sich hier verbessert, auf jeden, also geändert, durch das, was wir jetzt ausgerüstet haben. Keine Ahnung, was genau dafür verantwortlich war, aber gefällt mir. So, warte. Genau, hier wieder nach Norden. Okay, weiter geht's nicht nach Norden, also müssen wir hier. Gehen wir zuerst hier entlang. Warte mal, wie viel schleppen wir jetzt eigentlich mit uns? 159 Kilogramm von 180. Also eigentlich im Grunde können wir noch ein paar Sachen mitschleppen. Wo sind wir jetzt hier? Was diese Runen hier heißen oder ob das nur Deko sind. Okay, Deko wahrscheinlich so oder so, aber was es allgemein zu bedeuten hat. Oder haben die gar keine Bedeutung? Ah, hier waren wir gerade. Da wollten wir weiter Richtung Norden. Schieß mir im Weg. Da ist noch einer. Okay, haben wir hier alles? Ja, dann heißt das für uns langsam wieder Richtung Ausgang. Das heißt hier, ja, hier Westen, dann Süden, dann Osten, Süden. Ja, schaffen wir. Das schaffen wir auf jeden Fall. Trink mal eben noch mal einen Schluck und dann. Sind wir jetzt richtig? Ja. Nein. Aua! Wo kommst du denn, Arschloch? Ja, hier ist richtig, genau. Und dann ab hier nochmal schauen. Genau, jetzt hier nach links. Und dann sind wir eigentlich schon am Ausgang für diese Ebene. Und dann müssen wir zurück nach Winterfeste, also Windhold. Hier ist falsch. Ja, hier mussten wir genau.
hier auf. Ja. Da kommen gleich bestimmt wieder ein paar Ritter oder so, die mir auf den Sack gehen wollen. Habe aber keine Zeit für die. Ja, da kommen sie schon. Komm. Oh, 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 oh. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Hinter mir war keiner. Mal schauen, wie viel Gold hat der? 16, 14 Gold. Und sonst nichts. Und der hier? 40 Gold immerhin. Und sonst auch nichts Wertvolles. So, dann gehen wir hier rum. So. Okay, eigentlich im Grunde hier kennen wir das schon auswendig. Das heißt eigentlich dann, sobald wir hier raus sind und die Tafel da abgegeben haben, ist das nächste, worauf wir uns vorbereiten müssen, Labyrinthion. Und da freue ich mich richtig drauf, Labyrinthion wiederzusehen. Oder beziehungsweise zur damaligen Zeit, also von Arena, die Zeit, Labyrinthion zu sehen und zu erkunden. Wo sind die Kleinen? Die sind nur Erfahrungspunkte wert. So, und Skyrim. Und dann Winterhold. Ja, da brauchen wir 3 Tage. Und los. You have arrived in the city state of Winterhold. Und wir sind wieder mitten in der Nacht. Ja. Wann denn auch sonst? Nur nachts kommen wir hier an. Das heißt, wir werden gleich auch wieder von irgendwas attackiert. Wo genau war nochmal die Magiergilde hier? Die hatten mich hier doch irgendwo. Waffen, meine Ausrüstung. Können wir auch schon wieder umbenennen. Da haben wir ja nichts mehr stehen gehabt. Waffen. Aber wo war die Magiergilde? Ach, scheiß drauf. Dann suchen wir erst einmal eine Taverne, wenn wir da übernachten können. Was sagt denn die Uhr? 12.40 Uhr in der Nacht. Hat da gerade jemand auf uns geschossen, ne? Hallo, ich will eine Taverne. Hi. Du, sag mal, wo ist die nächste Taverne? I'm not really sure. Go southwest for a while and ask there. Okay. War klar, dass wir wieder angegriffen werden. 17 Gold. Und hat sonst nichts.
Jedenfalls südwestlich. Habt ihr das gesehen? Und sofort verschwunden. Ah, Magiergilde. Ich hoffe, wir können da jetzt schon rein. Falsche Seite. Ah. Um diese Uhrzeit können wir nicht da rein, okay. Jetzt schön mal eine Taverne oder so zu finden. Wenn wir da die Nacht verbringen können. Ich glaube, hier hinterm Busch könnte einer sein. Eine Taverne. Was willst du denn? Kommt da einfach von hinten an. Ah, das sieht nach Taverne aus. Oder? Ja, Taverne. Hier ist der Eingang. Nice. Waffe können wir einstecken. Guten Tag. Ja, wir hätten gern ein Zimmer. Single. Nur eine Nacht. Ja. Und dann. Emperor bei, sagen wir mal. Ach komm, 10 Stunden. Ja. Geht's da raus oder? Ja, hier geht's nicht raus. Ah, ist Ausgang. Ah, da ist die Tür. Jetzt erstmal die Magiergilde wiederfinden. Wo sind wir hingegangen? Überhaupt? Ich glaube, das war's. Magiergilde. Also Norden. Ja, wir gehen darum. Und dann liefern wir das Päckchen ab. Ah, da hinten ist es schon. Andere Seite. Und rein da. On a dark, cool day like today, those who debate their lives, the mystical sciences are in their busiest outside. The outside people look into the sky and view the coming winter with dread. All of in the Mage's Guild are as active with mystic energy as they might be on any day, including the books and relics that line the shelves. Oh, Moinsen. I had hoped and prayed for your safe return. I see you were successful. Your deeds will be sung among the tales of heroes. If you will wait a moment, I will give you what I promised. Thelen fits the piece into a larger tablet, then reads what is written. He,
gestures for your map. With a feather pen, he inscribes the location of the labyrinthian somewhere in the Skyrim province into your map. Nice, dann gucken wir mal, was der hier hat. Okay, wir kommen später wieder. Und sehen zu, dass wir was verkaufen. Ah. Schnellreisen können wir auch noch nicht. Dann gehen wir schon mal raus. Und gucken uns jetzt an, wo Labyrinthion ist. Und da ist es. Habe ich auch nicht woanders erwartet. Außer, dass es hier sein soll. Irgendwo zwischen Weißlauf und hier, dass es hier ist. So. Dann Exit. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge bereiten wir uns ein bisschen für Labyrinthion vor, verkaufen den ganzen Schrott, den wir jetzt eingesammelt haben. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.